Tada! Da bin ich wieder, die Rosa Alexandra mit dem zweiten Scheißhaus-Blog aus dem Scheißhaus mit dem Scheißhaus mit Rosa Alexandra. Und für die all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin die Rosa Alexandra und ich habe die weltweit extremsten Tattoos. Ich habe viele Tattoos am ganzen Körper, hinten am Rücken, Hals, Nacken. Ja, hier zum Beispiel. Habe ich letztes Mal schon gezeigt, aber für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Oder hinten am Hals. Da steht ein kleiner Spruch. Ich hoffe, ihr seht das. Und Trump, make America great again. Ich habe ja die Aktion gegründet, Germany for Trump. Und ich sag nur, ich bin so begeistert, vote for him. Make America great again. Ja, make America great again. Was wollte ich denn sagen, ja? Es gab eine riesen Überraschung. Ich habe im Mülleimer von meinem Nachbarn was gefunden. Und zwar die Bild-Zeitung vom 2. Juli. Und in der Bild-Zeitung vom 2. Juli ist eine Top-Nachricht drin. Guck mal ein bisschen näher. Cindy macht Schluss. Cindy macht Schluss. Cindy aus Marzahn, meine Doppelgängerin, die leider ein bisschen zu dick geworden ist, ja, macht Schluss. Ja, ist es nicht toll? Endlich ist der Weg für mich frei. Ich kann Deutschland, ich kann die Welt erobern. Und vielleicht gründe ich ja wieder Wetten, dass als Moderator und als das, was Cindy da gemacht hat und die Sendung. Ja, ja. Die wird wieder top werden. ZDF, ich bin frei als Moderatorin und stehe euch ab sofort zur Verfügung. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass ich als Moderatorin zum ZDF sollte, schreibt dem ZDF und sagt denen, was sollt ihr sagen, es gibt endlich eine Nachfolgerin für Cindy aus Marzahn, viel lustiger und kann viel mehr. Ja, weil jedenfalls wüsste ich nicht, dass Cindy aus Marzahn schon mal Kennox aus dem Klo gepressen hätte oder sonstige Sachen oder sich Tattoos stechen hat lassen. Aber eine traurige Nachricht gibt es trotzdem. Sie nimmt die Klamotten mit. Sie zieht sie privat an. Also, das hätte sie mir auch können schenken. Es wäre ein bisschen schlapperig, aber macht ja nichts. Im Winter macht es dafür schön warm. So, das war die Top-Nachricht. Die hat mich wirklich umgeworfen und auch erfreut. Weil ich konnte Cindy aus Marzahn noch nie, also ich konnte da noch nie drüber lachen, genauso wenig wie über Mario Barth oder Pips Asmussen, der einen Witz erzählt. Und wenn man nachdenkt, was ist denn daran jetzt so komisch, ist er schon beim 7. Witz, ne? Es ist schon sagenhaft. Und ja, also ich finde es toll, dass Cindy aus Marzahn aufhört, mir den Weg frei macht, ja, und ich endlich durchstarten kann, so wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Für all diejenigen, die es auch noch nicht wussten, ich war ja beim Casting fürs Supertalent. Ich warte jetzt immer noch auf die Einladung vom Supertalent. Ich hoffe, sie kommt endlich mal, damit mich die Welt noch besser kennenlernt als bisher. Ist sehr wichtig, weil ich habe ja eine Botschaft zu verbreiten. Die Botschaft, sich niemals aufzugeben, nicht alles ernst zu nehmen und eher bevor man verhungert, auf die Straße zu gehen. Da liegt genug rum, schwarz, braun, alles, ne? Auch Kaugummis, wie in der letzten Challenge gesehen hat. Wieso sollte man da noch in den Laden gehen und sich da noch einen Kaugummi kaufen, ne? Ist doch viel zu teuer, wenn da so tolle Reste auf dem Boden liegen. Einfach zusammenknüllen und tada, super Minzgeschmack im Mund. Hält teilweise noch länger an, wie es aussieht. Es ist, ja gut, zugegeben, nicht ganz so lecker, aber dafür umsonst. Und weil ich halt Freund bin von umsonst, ja, nehme ich natürlich alles, was jetzt da so rumliegt, gerne an. Ich habe da auch Fanfragen bekommen, zum Beispiel Rosa Alexandra, wie schmeckt denn sowas, wenn du jetzt zum Beispiel Hundekacke frisst? Das sage ich nur, selbst mal ausprobieren. Es
Bringt nichts, wenn ich dir einen Geschmack da beschreibe und es schmeckt dir nachher nicht, oder du hast vielleicht andere Vorstellungen, oder findest dann ein anderes Stückchen wie ich. Also ich kann dir da keine genaue Beschreibung geben, einfach selbst ausprobieren. Dann wurde ich gefragt, Rosa Alexandra, was sagen denn deine Freunde dazu, dass du so herumläufst oder dass du solche Sachen machst, solche Challenges, solche Tattoos, solche Lieder. Und ja, was sagen meine Freunde dazu? Ich muss jetzt zu euch ein Geständnis machen. Es bleibt aber hoffentlich unter uns. Ich habe gar keine Freunde. Ne? Nicht einen einzigen. Ich könnte auch nicht sagen, dass ich jemals einen Freund gehabt hätte, denn Rosa Alexandra hat keine Freunde. Rosa Alexandra hat nur Fans. So ist es leider. Na, was sagst du dazu, Schwabbelschwein? Ich habe leider keine andere Sau gefunden als das jetzt. Ich habe ja Schwabbelschwein persönlich kennengelernt bei WhatsApp. Zufälligerweise kam ich an seine Rufnummer und habe ihn dann angeschrieben, weil er immer so angegeben hat, ich bin schlimmer als Rosa Alexandra, ich bin irrer als Rosa Alexandra, ich bin ekelhafter als Rosa Alexandra, ich bin ein Psycho und was weiß ich was alles, ja. Und ich würde ja nur faken und Tattoos sind nicht echt, ja. Also wenn das nicht echt ist, ich weiß nicht. Also für mich kommt es jedenfalls immer sehr echt vor, weil es geht nicht ab. Oder es ist ein Super-Edding, der über Monate, über Jahre wahrscheinlich halten wird. Wer weiß es. Nochmal zu Schwabbelschwein. Schwabbelschwein hat mir offenbart, dass sein Vater eine Landwirtschaft hat und dass er halt derzeit ein bisschen Probleme hat mit Videoaufnahmen. Also keiner zeigt sich derzeit bereit, Schwabbelschwein mit Video, ja, also ihn aufzunehmen oder keiner will das sehen. Ich kann es verstehen, deswegen habe ich ja auch einen Song geschrieben, in dem ja auch drin vorkommt, du bist witzlos, Zeitverschwendung, Inzucht, Schwabbelschwein. Und ich denke, damit habe ich das auch gut getroffen, ne? Schwabbelschwein. Ja, Schwabbelschwein hat mir ja dankerweise sein Videomaterial zukommen lassen, exklusiv nur für das Musikvideo, das ihr ja auf meinem YouTube-Kanal sehen könnt. Und darin frisst er ja alles Mögliche von Lauch, Nutella, Schokolade, was weiß ich was alles. Und aber damit ich das Video zubekommen habe können lassen von zu hab können kommen lassen. Wahnsinnig. Also Schwabbelschwein konnte es mir am Anfang nicht schicken. Ich sagte ihm ja, schick mir doch eine E-Mail. Und naja, er schrieb dann, er weiß nicht, wie man E-Mails schreibt. Und ich habe wiederum das Problem, wenn er mir das schickt über WhatsApp, ich habe nur eine ganz schlechte Internetverbindung, eine kostenlose über Netzclub und da kann ich leider keine großen Dateien rüber empfangen, weil es würde Jahre dauern, bis ich dann so ein Video von 100 oder 200 Megabyte gedownloadet habe. Nee, das geht nicht. Ich brauchte da E-Mail und nur über Umwegen, wir haben es dann geschafft, aber mir ist noch nie ein Mensch untergekommen, wie Schwabbelschwein, wo nicht einmal eine E-Mail schreiben kann. Sehr beschämend. Und da kommt es mir wirklich, vielleicht ist er doch ein bisschen dümmer als ich. Kann sein, jedenfalls von Haus aus dümmer, vom Aussehen vielleicht nicht so, weil ich finde eigentlich, dass er dick ist. Ja, es gibt ja viele Dicke, da kann man jetzt nicht sagen, dass er jetzt da irgendwie heraussticht. Ja, aber genug jetzt eigentlich zu Schwabbelschweine, ich stell dich jetzt wieder zurück. Ne? Ach ja, hier war eine Glücksblume drin. Wie es halt leider ist, ne? Ich habe ein bisschen da Pisse rein, aber ist kaputt gegangen. Naja. Kann man nichts machen. Viel Glück steht wenigstens drauf. So, Schwabbelschwein. Ja, ich hoffe, wir sehen wieder mal was Neues von Schwabbelschwein, weil da hat mir wirklich auch ein paar schöne Sekunden da bereitet, dass. Ne, man soll nicht lügen, ne? Na, egal.
Das war's jetzt mal mit Schwabbelschwein. Jetzt kommen wir zu einem neuen Inhalt bei Rosa Alexandra Videoblog vom Scheißhaus. Und zwar gebe ich Schminktipps, Kosmetiktipps, wie man noch schöner werden kann. Wie kann man noch schöner werden, noch schöner als Rosa Alexandra, was eigentlich kaum möglich ist. Na? Ein Schminktipp. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt heute exklusiv, weil es ist auch sehr teuer, Lippen aufspritzen. Ja? Lippen aufspritzen kostet in Kosmetikstudios Minimum 250 Euro aufwärts. Und bei mir gibt es jetzt einen Tipp, Lippen aufspritzen für umsonst. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das geht. Hauptsache, ich sehe mich. So, man nimmt hier eine Tube Sekundenkleber. In meinem Falle der billigste, den es gibt, aber der ist sehr extrem in der Haltbarkeit. So, dann fangen wir mal an. Und zwar fangen wir an mit der Oberlippe. Ja, da setzen wir den Sekundenkleber in der Mitte an und machen nur ganz wenig und dünn. Jetzt kommt gar nichts raus. Das habe ich befürchtet bei dem Mist. Jetzt geht das Ding auch nicht auf. Ne? Oh, das ganze Ding fliegt mir wahrscheinlich auseinander. Ich spritze mich wahrscheinlich gleich auch noch voll damit. Das wollte ich ja nicht. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Ich hatte da auch extra eine Nadel genommen gehabt. Um. Ja, ich kriege das nicht auf. Ne? Ich kann da das nicht machen. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen und eine Ersatztube holen. Für Ersatz habe ich gesorgt und jetzt geht's los. Jetzt muss man das nach oben biegen. Dauert jetzt ein bisschen. Sind drauf. Ja. Jetzt noch ein bisschen auf der Seite. Oder noch mal ein bisschen wiegen. Ich meine, bei einer OP dauert es ja auch ein bisschen, ne? So. Jetzt machen wir die Unterlippe. Genau dasselbe, mittig anfangen. So. Bisschen nach unten üben. Dauert ein bisschen. Ja, das ist eingeerbt. Man sieht, ja, habe ich nicht schöne Lippen. Ja, so kann man ganz billig die Lippen auch spritzen, aber leider danach nicht mehr gut reden. Ne? Wie es auch immer ist, ganz zum Schluss jetzt noch ein Gewinnspiel, und zwar: Das hier ist ja mein Facebook, ja, und das verlose ich unter meinen Fans an denjenigen, der mir einen Kontakt zu Bushido herstellt und der damit Bushido endlich mal meinen Song hört und endlich weiß, dass er ein schwuler Wichser ist. Und bis nächste Woche, eure Rosa Alexandra. Tschüss!